So, okay, und dann Omet hat ein Video gemacht mit 0 Euro nach Rom zu Travis Scott. Keine Ahnung, was es wird. Wenn wir unsere Aufgabe wirklich erfüllen wollen, dann suchen wir hier auf der Karte natürlich auch nach dem teuersten. Haben wir nicht deine Uhr haben wir gefunden? Kleines Problem. Was? Ich habe nicht gemerkt, dass er irgendein Video gefilmt hat. Digga, die meisten wissen ja, dass ich sehr oft mit Willi und Sid unterwegs bin. Und auch im Urlaub so ist es immer relativ schwierig, da was beizutragen, was die Kosten angeht, weil ich Student bin und irgendwie, wie soll ich das sagen, Digga? Musti, sag mal kurz. Omet, armer Mann, Omet. Genau, und bei den ganzen Reisen bin ich immer extrem dankbar, wenn ihr das alles übernehmt. Ich schreibe auch immer, danke, Bruderherz, ich weiß zu schätzen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Aber ich dachte mir auch mal so, Digga, was ist, wenn ich mal so ein richtiger Bastard bin? Was ist, wenn ich so einfach so alles für selbstverständlich halte und auch so mal ein bisschen mehr Druck mache, was so ein bisschen mehr Geld ausgeben angeht? Und das Ganze habe ich jetzt in Rom gemacht. Also ich habe versucht, mit 0 Euro von meinem Studentenwohnheim zu Travis zu kommen. Wie das Ganze geendet ist, werdet ihr sehen. Die Jungs wussten, by the way, von nix, ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie gespielt oder so, sondern das sind einfach pure Regeln. Hä, was wollt ihr jetzt machen? Einfach so. Aber ich dachte mir auch mal so, Maxi, dann für 8. Digga, was ist, wenn ich mal so ein richtiger Bastard bin? Was ist, wenn ich so einfach so alles für selbstverständlich halte und auch... Er war ein Bastard. Ach so. So mal ein bisschen mehr Druck mache, was so ein bisschen mehr Geld ausgeben angeht. Und das Ganze habe ich jetzt in Rom gemacht. Also ich habe versucht, mit 0 Euro von meinem Studentenwohnheim zu Travis zu kommen. Wie das Ganze geendet ist, werdet ihr sehen. Jungs wussten, by the way, von nix. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie gespielt oder so, sondern das sind einfach pure Reaktionen, pure Emotionen. Beginnend. Der hat doch gar nichts gefilmt, während wir geredet haben. Mit der Unterhose und den Socken. Ja, er hatte meine Unterhose an. Irgendwie aus Thailand in meinem Koffer gelandet. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, Sydney hat die selber reingetan. Hinzu kommt ein geklautes Watto-T-Shirt. Komplettiert mit einem Ere Studios Anzug. Digga, es ist so hässlich, Hosen zu zeigen. Es ist, by the way, 7.36 Uhr. Das heißt, in so einer Stunde. Warte mal, die Unterhose hat er am dritten Tag auch an. Oder so gehen wir los und dann beginnt der Spaß, Digga. Es kann teilweise sehr, sehr, kann schon unangenehm werden. Ich habe einfach sogar die Nacht... Unangenehm? Jetzt bin ich mal gespannt, Digga. ...durchgemacht, um mein Video fertig zu schneiden. Also so krass ist der Konter... Okay, wieso? Mittlerweile... Deswegen check gerne das Video mit meinem Neffen ab, er wird mich freuen und ja, jetzt geht's nach Rom. Und natürlich gab es vorher schon eine kleine Konversation, wie wir das machen bezüglich des Fluges, wo wir fliegen, wann wir fliegen. Und das war die allererste Anmerkung, die ich für das Video gemacht habe Richtung Willi und ja, da habe ich schon überlegt aufzuhören, ernst. Fliegen wir Economy oder Business? Aber aus meinem Anfang muss man auch zu Ende... Deswegen habe ich nach einem Airbnb geschaut, was viel zu teuer ist. Das habe ich Willi geschickt und das war seine Reaktion, Digga. Nee, du sollst mir keine Airbnb schicken. Was hast du für den? 1,2. 1,2 was? 1,200. Für? Das Airbnb. Das ist viel oder zu wenig? Ich glaube, ich hätte mir ein Ding gezogen, ernst. Ich habe Trick 17 angewendet und gesagt, mir ist schlecht, wo was ich bekommen habe. Schuhe und Vitamin, Digga. Das ist so easy. Und auch mit dem Urlaub fliege, Digga. Halt's Maul! Wir sind da bei der Linie. Er sagt, wieso zahlst du nicht Tickets selber? Bei dir läuft doch. Hä, warum? Ernst, bei ihm läuft richtig. Ja, aber warum sagst du sowas? Bruder, du hast wirklich dicke Konto, dicke Bands. Er fickt meinen Plan, Digga. Er fickt meinen Plan. Muss ich mal was sagen, ja. Du hast Bargeld? Was du? Genau. Man kann auch mit Karte zahlen. Ja, hol mal ein Wasser nur, Digga. Ich überweis dir dann. Was machen muss, Müll runterbringen. Tamam. Tja, keine Ahnung. Also so. Das merkt man halt nicht. Weil das eh normal ist. So. Keine Ahnung. Ich sah nicht gerne. Ich bin mal gespannt, ob er irgendwo mal wieder Worte oder so bekommt. Ich weiß nicht, Digga, ist das mein Karma? Könnte es mir auch passieren laufen. Und dann saß ich da oben mit dem Beast Mode im Flieger Richtung Rom. Rechts neben ihm einer seiner besten Freunde, die er auseinandergenommen hat. Und der Plan schien aufzugehen. Hier, und das weiß jeder einzelne von euch, muss ich nicht geiern, mein Bruder jetzt. Welches Parfüm nimmst du? Ja. Wieso? Dann halt auf dem Weg, Digga. Digga, angekommen in Rom haben wir den Kollegen hier nochmal eingefangen. Und bei meinen Aussagen in seine Richtung... Ja, gab es gewissen Gegenwind, womit ich nicht gerechnet habe. Lass mal Uber bestellen oder so. Mach mal. So. Ich würde mal so Spaß-Jokes, dass Omet kaufen soll. Danke, Omet. Ich kann nicht.
Also ich kann versuchen, ja. Hey, Digga, versuch du hast mal kurz. Ja, Flug selber bezahlt, ne? Hä? Du hast Flug erstmal selber bezahlt, ne? Ja, bei mir ging die Karte irgendwie nicht oder so. Ich weiß nicht warum. Ja, hol mal Uber oder Taxi. Okay, kleines Problem. Zwei Taxis. Ich muss in ein Taxi. Ich meinte die ganze Zeit so mit, also über mich. Rein, wo Sydney oder Billy Dredd ist. Sydney! Was kostet nochmal der Tisch? 12k? Ja, ich muss halt gucken, wegen BAföG und so, ob gekommen ist. Wenn gekommen ist, dann überweise ich die so 150, okay? Also, wir sind jetzt bei der Suite angekommen, weil wir, glaube ich, 2K gezahlt haben. Der Tisch bei der Aftershow-Party kostet 6, 7, 8K, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Und dann gehen wir essen. Oder Uberfahrt 150. Das ist BAföG. Was ist daran lustig? Ach, Beamtenfördergeld, kann es sein? Bundesausbildungsförderungsgesetz. Was für ein Scheiß. Okay, viel Spaß, viel Glück. Viel Glück, Digga. Ich will noch Sydney überreden, dass er seine Uhr für so ein Bild hat. Achso, deswegen hat er mich die ganze Zeit nach seiner Uhr gefragt. Ich denke so, hä? Er wollte die auch im Club anziehen. 6, 7, 8K, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Digga, und dann gehen wir essen. Oder Uberfahrt 150. Ich will noch Sydney überreden, dass er seine Uhr für so ein Bild hat. Sag ehrlich, wie findest du hier? Ich sag ehrlich, geht besser. Sydney, ich würde noch von hier ganz kurz ein Bild machen, Digga. Hättest du komisch auch gesagt, so, hä? Kann ich nicht deine Uhr haben oder so? Ich kann auch meine Uhr haben. Kann ich deine Uhr haben? Ich verbind kurz. Ist alles aus oder normal? Normal. So, der Magen wurde leerer. Die Jungs wollten essen gehen, wenn wir unsere Aufgabe. Das war meine Uhr. Das ist meine Uhr. Als ob ich nicht meine Uhr gebe, wenn wir einer nach dem Bild fragen. Das war meine Uhr. Kann ich deine Uhr haben? Willis ist recht. Ich verbind kurz. Hätte er seine. Hätte er auch Willis Eis dort genommen. Hat er. Nee, will ich noch. Datejust und meine Essen. So, der Magen wurde leerer. Die Jungs wollten essen gehen. Wenn wir unsere Aufgabe wirklich erfüllen wollen, dann suchen wir hier auf der Karte natürlich auch nach dem teuersten. Aber Sydney, wenn wir feiern gehen, ne, kann ich deine Uhr anziehen? So, nur zum Zeigen. Ja? Yes! Und dann bist du da in einer der schönsten Städte, in der du jemals warst, fährst da mit einem Fahrrad. Ach stimmt, er hat dann auch noch die ganze Zeit nach Gruppenfahrt gefragt. Darum bei super Wetter, denkst du, es kann eigentlich nicht besser werden. Und dann kommt sowas, Bruder. Nur ganz kurz, um das festzuhalten, Digga. Wir sind in Rom. Ich habe bisher keinen Cent gezahlt. Und ich bin jetzt einfach im VIP dabei. Digga, also, was geht? Alles gut? Ja. Ja. Drüben sind Fitness und so, willst du kommen? Oh, ja. Hi. Hi. Das ist seine größten Idole gerade. Ja. Findest du die Berliner? Ja, ist okay. Auf jeden Fall. Man kann schon sagen, dass ich mit das größte Glück auf Erden habe, Digga. Einfach bei Travis im VIP mit keinem Cent gezahlt, ist das geistkrank. Clip diesen Ausschnitt. In spätestens einem halben Jahr kaufe ich Willi eine Rolex und ich kaufe Sydney eine Rolex. Halt so ein halbes Jahr! Digga, wir sind hier. Aber was für eine Rolex? Yeah! Es wird nichts, Jack. Es wird nichts, halbes Jahr. VIP? Aber was bist du ab? Vielleicht wird es auch die 7,25. Schon ein bisschen weit weg. Kriegt ihr mich auf? Deswegen hat er das gesagt. Einem halben Jahr. Er hat so komische Sachen gesagt. Kauf ich Willi eine Rolex und ich kauf Sydney eine Rolex. Digga, wir sind hier VIP. Aber was bist du im Abfang? Schon ein bisschen weit weg. Kriegt ihr mich auf die Bühne oder so? Ein bisschen näher ran. Ich hab gleich gesehen, dass der Film ist. Weil hier ist schon ein bisschen weit weg, Digga. Also hier sind wir. Da ist die Bühne, da ist schon ein bisschen weit weg. Sing this one time. I want everybody to make some motherfucking noise. Ihn das übel, er hat nichts anderes gemacht als sonst, Leute. Es läuft sonst genauso ab. Aber als ein Essen nimmt für 10 Euro, aber für was für 16 Euro nimmt, ist doch egal. Und dann nimm, was du willst. Nimm, Mama. Yes.
ein bisschen bei. Chris Kevin hat dein 29. Okay. Hat er nicht Aftershow-Party was reingemacht? Guck mal, nur manchmal ganz kurz abzuholen, was gerade Stand der Dinge ist. Aftershow-Party und After-Aftershow-Party bei uns vielleicht? Es ist mittlerweile 1 Uhr, wir wollen eigentlich noch feiern gehen. Es läuft halt so eine Aftershow-Party hier bei Travis. Wir haben gerade so eine Person, die das eigentlich für uns klärt, aber die antwortet halt nicht. Es war eigentlich noch funny jetzt, so ein bisschen Druck zu machen. Oh Bruder, ey, ich... Ach, deswegen... Ich hab gerade geschlafen. Liebe Dicker, ich will nur schlafen. Ich bin so froh, dass wir nicht feiern gehen. Mann, er kam rein und hat... Ah, Sidney. Er kam rein und hat, glaube ich, gefragt, Sidney, wie sieht's aus? Du hast keinen Bock, Litney und so. Hummertisch. Klar, sowas hat er, glaube ich, gesagt. Ich bin so froh, dass wir nicht feiern. Einer dabei? Nö, wir waren da mit unseren Jungs im Bassblock. Reingehen. Ja, das war der Tag, Bruder. Nix gezahlt, dreist gewesen. Travis 2 Meter vorne gewesen. Das ist so ein geisteskranker Tag, wirklich. Wenn ihr da mehr Einblicke wollt, schaut bei den Vlogs von den Jungs vorbei. Und an Tag 2 gab es einige Diskrepanzen zwischen mir und Adam, beziehungsweise Big A. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und wir sehen uns dann gleich beim Outro. Mit dem weirdesten Call aller Zeiten. Gil Steiner spritzt in Sucher Wasser. Erster Schluck. Erster Schluck. Ich schwöre, erster Schluck von Gil Steiner Sprudel ist der beste Schluck von Wasser, was es gibt. Wir sind in Rom. Ich esse Lasagne. Furi, danke für 26. Er isst Nudeln. Will erst irgendwas mit Ritz? Er isst Spaghetti. Dori hat ein Steak. Und der ist einfach Schnitzel. Zitrone ist schlechteste Eis auf der Welt, aber schwöre, hab alles probiert jetzt, du hast das ekelhafteste Eis der Welt. Digga, Zitrone und Erdbeere, was eine Läsche Mischung. Und ansonsten würde ich sagen, es heißt, gute Nacht, guten Morgen oder guten Mittag. Ich freue mich, das juckt hier, nimm doch meine Schuhe, was fragst du 10-mal? Er hat noch 3-mal gefragt, glaube ich. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Danke für 50k. Das Abonnenten-Special kommt auf jeden Fall nächste Woche. Das Ganze soll natürlich nicht undankbar rüberkommen. Ich bin sehr, sehr froh, was ich erlebe. Danke an Sydney, danke an Billy, dass ich sowas... Digga, ich war 2 Meter vor Travis. Ich liebe euch, Jungs. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video. Coole Videoidee, schon wieder. Aber er hätte noch weiter übertreiben müssen. Noch weiter übertreiben müssen mit dem Tisch und so. Sydney, hast du jetzt Tisch geholt und so? Schreib mal, wir nehmen den für 5k. Einfach so. Yeah, yeah, yeah.